Und erneuter Treffer für Grünwald Sparin. Treffer Nummer 30 bereits. Chiara Patac. Und jetzt mal die Chance für Parchim und dann der Pfostentreffer. Und dann dreht sie ab, anstatt den Ball hinterher zu gehen. Und deshalb kann Grünweiß Sparin sich den Ball holen und ihrerseits den Angriff einleiten. Schaut keiner, langer Ball nach vorne, aber die Einzige, die wirklich zum Ball geht, ist Chiara Patac. Die bringt den Ball nach vorne und das Tor für Grünwald Sparin durch Jette Hinz. Ihr siebter Treffer in diesem Spiel, 31:3. Und wieder schnelles Spiel nach vorne und diesmal das Tor durch Aline Schwanz. Ihr zweiter Treffer in diesem Spiel. 31:4. Und der Treffer jetzt von Charlotte Job. Ihr erster in diesem Spiel. 32:4. Charlotte Job war jetzt die 10. Torschützin auf Seite von Grünwald Sparin. Und das Tor für Parchim. Schwierig, ruft der Trainer zwar aufpassen, aber die kleinste Spieler von Grün-Weiß gegen die größte von Parchim. Schwierig, wenn der Ball so weit oben kommt. Und ein klasse Treffer von Lisa Lorenz. Ihr vierter Treffer in diesem Spiel. Zum 33:5. Und schnell gespielt von Parchim. Aline Schwanz, der dritte Treffer in diesem Spiel. 33:6. Und jetzt mal ein richtiger Konter von Parchim. Und halb hoch geworfen, Reiher Kurze. Und dann hat Bierham den Ball schön gehalten. Und der Sparin-Trainer hat hier Zeit, seine Spielerin. Der Sparin-Trainer hat hier vorne Zeit, seine Spielerin beiseite zu holen und noch direkt auf sie einzugehen, direkt auf sie einzuwirken, was sie für Fehler macht, welchen Fehler sie macht. So. Schön sich Zeit für das Einzelgespräch, es hier genau zu erklären. Und dann der Positionswechsel, den er schon bei ihrer Einwechslung haben wollte, jetzt auch vollzogen. Indessen
Lara Elke mit ihrem zweiten Treffer in diesem Spiel zum 34:6. Und Raya Kurze jetzt mit ihrem zweiten Treffer zum 34:7. Und da hat sich Lisa Lorenz wehgetan, da war ein Arm am Hals und das tut weh, aber das wird gleich weitergehen. Sie steht auf jeden Fall schon mal wieder, das ist erstmal schon mal schön zu sehen. Das Spiel geht weiter mit dem 7 Meter Charlotte Job mit ihrem zweiten Treffer zum 35:7 und da reißt sie eine riesen Lücke auf und Raya Kurze läuft durch und nutzt sie zum 35:8. Und der Wurf zwar gut oben, links oben ins Eck, aber der hat die Torhüterin Kimberly Köster sehr gut geholt. Und eine neue Dreierkurze. Ihr vierter Treffer, 35:9. Und jetzt haben wir das Phänomen, dass sich der Schweriner Trainer hier seine Spielerin an die Seite holt und ihr genau sagt, was er von ihr erwartet, was sie falsch gemacht hat, damit sie es beim nächsten Mal korrigieren kann. Währenddessen geht der Angriff von Grün-Weiß ins Leere. Das war gut, das war klasse. Arm gegriffen, dann gibt es den Freiwurf. Einspielbar, raus, stopp! Und der Wurf von Charlotte Job geht neben das Tor. Und der Ball am Tor vorbei von Fanny Antemann. Schlechter Pass und die nächste Möglichkeit und der Pfostentreffer von Lara Elke. Zweiter Wurf gehindert, Freiwurf. Der schnelle Pass nach vorne. Eigentlich ziemlich gut. Aber Anna Külper kann den Ball nicht fangen und Barchemie mit der nächsten Torgelegenheit und der Treffer durch Anna Simona Satin-Selke. 35:10. Und Fanny Antemann diesmal mit Pfosten Glück zu ihrem zweiten Treffer in diesem Spiel. 36:10.
Und der Treffer von Jette Hinz. Es ist ihr 8. in diesem Spiel. 37:10. Jetzt nochmal die Möglichkeit für Parchim. Da setzt sie sich dann doch durch und dann ist der Ball dann drin. Alyne Schwanz mit ihrem 4. Treffer in diesem Spiel zum 37:11. Und dann geht auch nochmal entsprechende Ansage für die Torhüterin, die da nicht richtig hingeht. Und Hanna Külper mit ihrem 2. Treffer in diesem Spiel zum 38:11. Und damit ist Schluss. 38:11 gewinnt Grünwald-Sparin gegen den Parchimer SV.